Mit einem 2:1-Sieg gegen Magdeburg bleibt Türkgücü München im Aufstiegsrennen der Liga. Erheblichen Anteil am Erfolg hatte Lukas Röser. Konnte doppelt jubeln, Lukas Röser, Le.imago-Image, sich treffe ihn natürlich super. Ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, beschrieb Matchwinner Lukas Röser sein Traumtor nach dem 2:1-Sieg gegen Magdeburg. Der Stürmer erzielte beide Tore und war maßgeblich beteiligt am Erfolg seines Clubs, bei dem er bis zum Saisonende als Leihspieler von Kaiserslautern spielt. Tut gut, das zu sehen, sagte der Matchwinner, der seine ersten beiden Saisontore erzielte, als er seinen Treffer nach dem Spiel nochmal gesehen hatte. Nach einer Flanke von Meier schaltete Röser am schnellsten, setzte sich im Strafraum gegen Magdeburg Kapitän Müller durch und vollendete mit dem Rücken zum Tor stehend per Hacke, aus der Luft wohlgemerkt. 17 Punkte. Durch seine Treffer sicherte er Türkgücü's Interimstrainer Andreas Puma 3 Punkte im ersten Spiel. Zur Entlassung von Alexander Schmidt hat der Stürmer eine klare Meinung. Ich denke, wir wissen alle, was wir an Alex, Alexander Schmidt, Anmerkung die Redaktion, hatten. Er war ein super Typ für uns. So läuft das im Fußball. Das akzeptiert. Jetzt haben wir gut trainiert mit Andy Puma, Andreas Puma, Anmerkung der Redaktion, und müssen deswegen nach. Ich denke auch, der erste Ball nach vorne könnte besser sein. Andreas Puma, der neue Coach Puma, zeigt sich zufrieden nach dem Erfolg. Für das Spiel gegen Lübeck am kommenden Samstag, 14 Uhr, fordert er aber eine bessere Chance. Ich denke auch, der erste Ball nach vorne könnte besser sein, so Puma. Türkgücü durch den Sieg nur 3 Punkte vom dritten Hansa Rostock entfernt und damit weiter im Aufstieg. Auf die Frage, ob der Aufstieg in die zweite Bundesliga das Ziel der Münchner sei, gab sich Röser aber verhalten. Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt darauf aufbauen, weiter unsere Leistung bringen und dann schauen wir von Woche.